Moin Moin, hallo und herzlich willkommen bei mir auf dem YouTube-Kanal wieder mit einer kleinen Runde Child of Light mit der kleinen Aurora. Ja, ich werde mir jetzt die Okuli etwas umstellen. Und zwar will ich mit ihr jetzt Feuerresi und Wasserangriff. Okay, Wasserangriff läuft. Das passt mir. Okay, der hat Feuerwiderstand, beschleunigte Vorbereitung. Für dich wäre Wasser natürlich auch der Hit, ne? Ist aber kein großer Stein. Erhöht das Tempo um 6. Probieren wir. So, ich brauche mehr Steine, bin ich draufgekommen. So, komm her da. So, die gehen jetzt definitiv ihr Fett ab. Ich glaube nämlich, das sind jetzt ein Wasser und ein Feuer. Ich wollte schon sagen Pokémon. So, ja, komm. Als hätte ich es gewusst. Ja, greift nur an. Es ist mir egal. Und? Ja, toll. Das ist das, was irgendwie unnötig ist, ne? Okay. So, den werde ich jetzt verlangsamen. Beziehungsweise unterbrechen. Okay. Ja, er ist zwar wasserresistent, aber ich habe ihn unterbrochen. So viel dazu. Jetzt müsste er eigentlich gleich liegen, ne? Und? Ah, komm. Ging sich nicht aus. Habe ich etwas zu hoch gepuktert. So, jetzt aber. Los, du kleine Maus. Los, Aurora. Ja, ich muss irgendwas anderes finden. Bei Aurora zum Angriff. Weil irgendwie läuft das nicht so, wie ich will. So, du hast jetzt da 12, ne? Hinzu stark bei Wasser. Ja, ist ja ziemlich blöd, wenn ich hier jetzt immer mit Dings kämpfe, ne? Okay. Lichtschaden? Nö. Ich lass mal so. Und bin einfach mal gespannt, was uns hier erwartet. Ein geschliffenen Rubin. Ein Zirkus war hier mit Tamtam im Gebimmel. Was ließ sie zurück hier oben im Himmel? Cool. Nö, verlieren wir jetzt Rubella. Trauriger Narr, was ist los? Warum weinst du bloß? Um das verlorene Licht, den ewigen Schrecken, die leeren Räume, die Toten bedecken, das leere Volk, in dem die Lebenden stecken. Das Ende des Zirkus lässt mich verrecken, um den alten Mann, der kaum mehr kann gehen. Das junge Kind, das noch nicht richtig kann stehen. Um euch und um mich, darum weine ich. Siehst du diesen Unrat dort drüben nicht? Entlassen hat der Zirkus mich. Jetzt fragt ihr euch sicher, warum? Weil sie mich nicht lustig fanden. Darum. Meine Schwester zu holen, hatte ich gedacht. Stattdessen fällt mein Vorhang in dieser Nacht. Halt, Tristis, ich bin hier. Rubella, sehen meine Augen richtig? Tristis, komm, vergiss den Zirkus.
aber für unsere Träume ist er wichtig. Ich als gefeierter Komödiant und du als Lemurias beste Stimme. Die kleine Dame hier, Aurora, führte mich auf ein großes Abenteuer. Mal ehrlich, als Narren sind wir zu nichts gut, aber als Krieger verkaufen wir uns. Teuer? Nee, gut. Wir schlagen das Dunkel. Mit unserer Akrobatik, Gelenkigkeit und heilender Kraft wird es ruckzuck abgestraft. Nun denn, Aurora, du kannst auf uns zählen. Coole Sache. Tristis. Geil. Was kann der? 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 So, okay, der hat nichts, der hat nichts. 9 Punkte. Unaufhaltsam. Wow. Unterbrechen. Ultimativer Schutz. Wow, du bist ein richtiger Supporter, du kleiner Wicht. Nur verkauf dich nicht. Alter Falter, der kann ziemlich viel und gute Sachen. Okay, gehen wir etwas hier rein. Perfekto. Unaufhaltsam kann sie jetzt auch, oder was? Die werden ja alle zum Supporter hier, ne? So, Inventar. Habe ja ein paar Sachen bekommen. Back. Upsasa. Ja, stecken wir Aurora alles in den Po. So. Okay, Okuli müssen wir natürlich dann auch an unseren neuen verteilen. Moment, schauen wir mal, ob wir welche herstellen können. Als hätte ich's gewusst. So, aber jetzt muss irgendwer einen geschliffenen Diamanten haben. Nö. Was macht der Grüne? Also Blitzschaden. Das ist immer blöd mit den ganzen Okuli, weil ich nicht weiß, welchen Kampf bzw. was für Gegner mich erwartet. So, Resi, bekommst du? Körperlichen Schaden. Ich habe nur mehr Crack? WTF? Crap-Sachen. Mit meiner Okuli. Ich brauche etwas mehr, das ist irgendwie blöd. Also ich dachte, ich finde da einiges mehr. Bald sorge ich für Freunden. Adieu. Geschliffener Rubin, jawohl. Ah, da unten ist ein Feuergegner. Upsasa. Feuergegner heißt für mich, dass ich Wasser brauche. Mal schauen. Nein, die kommen immer im Doppelpack, ne? So, Tristis. Okay, Überrumpelung. Ultimativer Schutz. Unaufhaltsam. Braucht die Aurora gleich. Und beide unterbrochen. Jawohl. Ultimativer Schutz. Das sieht irgendwie lustig aus, ne? Und unterbrochen. Ja, das. Ja, jetzt erst zaubert er die Rüstung hier.
So, einen schnellen Angriff, glaube ich, auf den geht sich aus. Die Gegenangriffe, die nerven schon teilweise. Hat der einen AE-Schaden auch? Nö, aber ich weiß, wer einen hat. Und zwar Robert. Und Hieb auf alle. Jetzt werden alle zurückgestoßen. Jawohl, unterbrochen. Ja, mit dem Gegenangriff muss er leider, das muss er leider einstecken. Und nochmal alle. Oh, der Konter, der ist schon heftig. Haha, brauche nichts tun, heilig nichts. So, Aurora, du magst es jetzt. Nein, nein, nein. WTF? Mein Gott. Hat der dann alle das ganze Leben wieder, oder was? Ich hoffe doch nicht. Weg ist er. Weg vom Fenster. Levelaufstieg, das heißt, wir sind geheilt. Und ich brauche keine Tränke nehmen. Hey, Schummerlicht, bist du ein Geist? Ich bin Fidel und warm. Bist du noch ganz dicht? Welch traurige Geschichte. In finsterer Nacht nur ein kleines Licht. Das bringt mich zum Weinen. Ach, du liebe Zeit. Ah, sehr schön geschrieben alles. Was ist hier jetzt? Komm doch her, abscheuliches Tier. Wir haben keine Angst vor dir. Oh je. Okay, hier muss ich jetzt wirklich mit Taktik vorgehen. Alle unterbrochen. Konter verlangsamt. Da bekommt ihr jetzt auch. Was? Alle kontern? Gegenangriff. Hey, was soll das? Die können doch jetzt nicht alle ausgewichen. Brav, aber die anderen zwei, das wird jetzt kritisch. Das wird jetzt wirklich kritisch. Hm. Beschleunigen alle. Okay. Was mache ich dann mit ihr? Verteidigen, definitiv. Als hätte ich's gewusst. Okay. Versteinern alle. Einlullen alle. Okay, jetzt wieder so ein AE-Angriff ist, glaube ich, nicht das Beste. Nee, komm. Verlangsamt. Okay, es wird wirklich kritisch. Es wird wirklich kritisch und ziemlich tricky noch dazu, ne? Hm. So,
So, der ist als nächstes dran. Vielleicht schaffe ich es zum Unterbrechen. Ja. So, versteinern alle. Ja, ihre Schwester hat auch was, ne? Hat aber jetzt keine Resi und so. Okay, jetzt wird's tricky. Entweder alle unterbrechen oder ihren ganzen Angriffen schlucken. Nee, es geht sich leider nicht aus. Okay. Beschleunigen, beschleunigen alle unaufhaltsam. Ist das so lang? Okay. Ich hab's mir fast gedacht. Gelähmt. Ah, jetzt bekomme ich einige Konter. Okay. Versteinern? Nö. Beschleunigen. Aber alle. Lieb auf alle, Sternenlicht lang. Okay, du bist mal unterbrochen. Vielleicht sogar tot. Okay, was jetzt? Verteidigen. So, jetzt den kurzen Angriff geht sich nicht. Ich hab's mir fast gedacht. Okay. Lieb auf alle, Sternenlicht. Auf diese hier. Auf diese Dame wollte ich schon fast sagen. So, denn du bist jetzt weg. Weg vom Fenster. Nicht mal. Okay, das wundert mich. Ganz kurz. So, jetzt kommen, rasseln ihre ganzen Angriffe auf mich. Gut ausgewichen, Aurora. Oh, oh, oh. Nora muss ich hier etwas heilen. So, ihr seid alle jetzt quasi eingelullt. Ja, zieh einen Trank am besten. So, und du liegst jetzt. Genau du. Okay. Ich supporte einfach mal mit dir etwas. Aber was? Wiederbeleben, beschleunigen habe ich ja. Einlullen, Schadenselixier. Ja, die darf ruhig etwas mehr rausrotzen da. Ja, das macht mir nichts. Nein, das war ein schneller Angriff. Okay, jetzt. Und beschleunigen auf mich. Die zwei Schwestern, die haben es eigentlich schon drauf, ne? 400. Boah, meine Fresse. Weg mit dir. Okay, es macht nicht so viel Schaden, wie ich erhofft habe.
aber egal. So, Aurora macht's jetzt. Okay, du brauchst jetzt einen kleinen MP-Trank. So, du kriegst jetzt wirklich auf die Mütze. Und physischer Schaden läuft bei dir ziemlich gut. Unterbrochen. Konterunterbrechung. Verlangsamt, wie kannst du nur? Wie kannst du nur? So. Was machst du? Was machst du? Was machst du? Ich glaube, verteidigen. Wieder? Nee, du Bastard. Okay, beschleunigen auf alle. So, du kriegst jetzt wirklich dein Fett ab. Unterbrochen. Schneller. Jetzt kommt die Sache ins Rollen. Ja, die Kämpfe, die muss ich wirklich sagen, die wären schon etwas fordernd. So, diesmal nervt mich keiner. Weg mit dir. Jetzt ist die Frage, ich glaube, dass er mich... Also, ich war mir jetzt gerade nicht sicher, aber ich dachte, er verlangsamt mich wieder. So, einmal komplett physischen Schaden. So, du kriegst jetzt alles, was ich hab. Ah, geht sich nicht aus. Egal, egal, aber ich hab's so gut wie gewonnen. So, beschleunigen alle. Einmal Sternenlicht für dich. Und boom. Okay, das juckt mich nicht. Nicht wirklich. Und dann machen wir einfach normalen Schaden drauf. Jetzt wird er gleich unterbrochen. Ah, ist tot. Jawohl, 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 jawohl. Läuft bei uns, würde ich sagen. Ja, komm, 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 komm. Alle Level up, Level up, Level up. Tempo Sternenstaub. Jawohl. So, zum Tempel des Mondes könnte ich hier. Ja, Leute, wie es weitergeht, seht ihr natürlich in der nächsten Folge. Also seid gespannt und hat mich gefreut, wenn ihr zugesehen habt. Ciao, ciao.